So Leute, die neuen Wochenaufgaben haben begonnen. Wie ihr seht, ich bin schon gelandet. Ich bin hier oben links in Gruppenkeile. Es geht natürlich um die Sache mit dem Fischessen. Wo bin ich? Warum bin ich da gelandet? Weil da natürlich die Fässer sind. Und warum auch noch? Weil hier nämlich gleichzeitig auch noch die Bananen sind. Und die Bananen brauchen wir ja noch für eine andere Aufgabe. Deshalb kann man das eigentlich ganz simpel kombinieren. Ich habe auch eben schon einen anderen Grunde in Gruppenkeile ausprobiert. Die normalen Fische reichen auch. Also ihr müsst nicht unbedingt Fischschwärme haben. Ihr könnt quasi in Gruppenkeile euch irgendwo eine Angel besorgen. Und egal wo, einfach angeln. Auch die stinknormalen Fische, also die grauen Fische. Und so schafft ihr die Aufgabe natürlich auch noch. Ich merke gerade, mit der Angel läuft ein bisschen langsamer, ne? Oder täuscht das? Ja, kann auch sein, dass es enttäuscht. So, wie gesagt, die Bananen liegen auch noch hier rum. Die natürlich noch ganz entspannt mitnehmen. Gleich schön essen. Weil so viele Orte mit Bananen gibt es ja leider nicht. So, zack, komm, die eine auch noch. 7 sind es, oder? Ne, hier sind es nur 6. Da waren hier noch welche. Und so kann man die zwei Aufgaben halt eigentlich ganz simpel kombinieren. Weil Bananen sind ja doch ein paar viele. So, gerade mal gucken. Ist hier ein Angelspot. Da hinten ist noch einer. Kann man natürlich wunderbar mit der Harpune machen. Geht natürlich noch schneller. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gern, ihr wisst ja, gern Follow da lassen, Like da lassen. Es werden auch jetzt wieder jede Woche die Aufgaben kommen oder auch wenn Events sind, werde ich natürlich auch ein Video drüber machen. Ich war lange Zeit inaktiv, lag aber auch teilweise daran, weil einfach alle Aufgaben im Prinzip von Fortnite vorgegeben waren. Dann war ich auch ein bisschen inaktiv in Fortnite und dadurch kam das halt alles zustande, dass gar keine Wochenaufgaben mehr kamen von mir. Aber ich werde euch jetzt wieder versorgen mit Wochenaufgaben. Und so könnt ihr die Aufgaben auch ganz easy erledigen. So, wie ihr seht, wir brauchen natürlich Schaden. Ansonsten können wir die Fische leider nicht essen. Wie es man sieht, ich kriege nicht einen Fisch. Komm schon, einer. Ist natürlich ein bisschen langweilig. Aber Aufgaben sollen ja auch nicht Spaß machen. Man will EP. Weil ich habe schon gemerkt, ihr seht, ich bin jetzt Level 53. Leveln soll ja diese Season etwas schwieriger sein. Deshalb sollte man eigentlich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Zwei Fische haben wir schon. Wie gesagt, ihr könnt euch so ganz normal hinstellen. Und dann dürfte die Sache eigentlich ganz easy sein. Und wie gesagt, wenn ihr die Bananenaufgabe noch nicht fertig habt, landet halt wirklich hier. Holt euch die Bananen da oben, wo ich jetzt eben hingegangen bin. Und so könnt ihr quasi beide Aufgaben miteinander verbinden. Ich würde sagen, ich esse auch schon mal die ersten Bananen. Geben mir nur 5 XP. So, da haben wir die nämlich auch schon. Ach, wie ihr seht, 50 Stück habe ich jetzt gegessen. So, und einen Tipp kann ich euch auch noch geben. Behaltet euch immer einen Fisch übrig, dass er sich stackt. Weil jetzt habe ich einen, wenn ich nämlich keinen Fisch im Inventar habe, dann bleibt er nämlich einfach liegen. Und so könnt ihr jetzt einfach seelenruhig einfach hier rumstehen. Wie ihr seht, jetzt haben wir 3 Fische. Gleichzeitig machen wir noch andere Aufgaben, falls ihr die nicht schon fertig habt. Wie ihr seht, ich bin hier noch ganz am Anfang bei den Aufgaben. Ich muss so viele Aufgaben nachholen. Das ist unglaublich. Aber ich muss sagen, es gibt auch ziemlich viele Aufgaben. Tägliche Aufgaben wieder. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Macht euch Fortnite noch Spaß oder eher inzwischen Krampf geworden? Man darf es natürlich auch nicht übertreiben mit dem Spielen. Aber ich würde sagen, das müsste eigentlich reichen. Warte mal, 4 haben wir jetzt. Zack. Ah, die 10 würde ich aber eigentlich jetzt noch mit euch zusammenholen. Müsste eigentlich auf jeden Fall klar gehen. Ja, da haben wir wieder einen. Dann ist gleich auch noch die eine Banane. Ich sag ja, wenn ihr das ein paar Mal macht, müsste die Aufgabe eigentlich ziemlich simpel rum sein. Ja, persönlicher Rekord. Ah ja. Dun, 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 dun. Vor allem die kleinen Fische geben halt trotzdem genug XP. Leute, wie viele Fische habe ich denn eigentlich schon nicht gefangen? Zack, jetzt sind wir bei 5. Das müsste der 7. schon gewesen sein. Wie gesagt, einen übrig lassen. Ja, 7 haben wir jetzt. Ja, schaffen wir die 3 Stück noch oder nicht? Also die Aufgabe schaffen tun wir auf jeden Fall. Ist natürlich ein bisschen langweilig, aber die XP holt man sich natürlich gerne mit. Und für eine legendäre, beziehungsweise, was ist es? Doch, legendäre Wochenaufgabe ist natürlich eigentlich easy. Angeln kann man immer, egal wo. Fische sind inzwischen sowieso noch mehr OP als vorher schon. Warte mal, gerade mal welche essen. Zack. 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 55.000 XP. So, die nächste Stufe sind 20. Und wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, eben geht es bis 50 hoch.
Aber wie ich jetzt gerade richtig gesehen habe, steckt das sogar hoch. Also ihr müsst nicht einmal 20 essen, einmal 50, sondern eigentlich nur halt ganz simpel 50 Fische essen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ist eigentlich nicht so extrem, finde ich. Ah, Handy klingelt auch. Schon wieder irgendeiner von euch kommentiert. Grüße gehen da raus. Aber wie ihr seht, es steckt einfach hoch. Also es sind insgesamt dann nur 50 Fische. Von daher ganz simpel eigentlich. So. Wie viel haben wir noch? Ah, die 20 wird man, glaube ich, nicht schaffen. Ich sage mal so, selbst wenn man die 10 schafft, spielt die Runde noch entspannt zu Ende. Geht das eigentlich simpel. Das war knapp. Aber ich würde sagen, das war's erstmal. Wie ihr seht, 14 Fische. Einen habe ich eben schon gegessen. Also ich denke mal, so 15 Fische kriegt man pro Runde hin. Macht man das Ganze 3-4 Mal, hat man das Ganze easy geschafft. So, dann, wie gesagt, zuschauen. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Aufgabe und gerne auch kommentieren, Like da lassen, gerne bei Twitch ein Follow da lassen, einfach in die Videobeschreibung gehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, rein.